Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXZ Wertpapierhandelsbank bzw. auch im Namen von CapTrader zu dem heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten, natürlich wie immer mit Dirk Hilger, den ich natürlich auch ganz herzlich auf diesem Wege begrüße. Hallo Dirk. Hallo Andreas. Hi. Ja, Nelson ist im Urlaub, deswegen vertrete ich ihn heute und ja, werde das Ganze einfach nur kurz anmoderieren und möchte aber noch gleich einen Hinweis loswerden. Sie sehen das hier bei uns auf der Startseite. Die World of Trading ist im November wie jedes Jahr wieder in Frankfurt und wir veranstalten dort ein exklusives Live-Trading-Event am 22. November. Sie sehen das hier auf der Pre-Conference, The World of Trading. Und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie sich natürlich auch jetzt gerne anmelden. Ja, und natürlich ist auch Dirk mit dabei, neben 10 weiteren Referenten. Ja, und dort haben wir Live-Trading-Vorträge. Schauen Sie mal bei uns auf die Homepage. Sehr, sehr interessanter Termin, sehr, sehr interessante Veranstaltung. Haben wir heute online gestellt hier bei uns auf die Homepage. Und ja, Sie können sich hier informieren und können auch an einer Verlosung von VIP-Tickets zur World of Trading teilnehmen. Denn die ganze Veranstaltung ist hier auf der Seite beschrieben. Sie sehen hier das Programm, geht um 8 Uhr morgens los, dann die Vormittagssession mit Thorsten Helbig, Oliver Schwab, Dirk Hilger und Oliver Najar. Dann haben wir Vorträge und nachmittags geht es dann wieder ins Live-Trading. Ja, also volles Programm an dem Donnerstag. Ja, und natürlich auch mit Dirk. Ja, das nochmal kurz am Rande, kleiner Hinweis, ja, wenn Sie da live vor Ort sein möchten, melden Sie sich an. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Plätze, ich glaube 150 Plätze. Ja, und je früher Sie sich anmelden, desto besser. Gut, das war's von meiner Seite. Ich möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Ich sehe schon, die ersten Fragen gehen schon los. Aber ja, ich schalte zu dir rüber, Dirk, und wenn du Zeit hast, dann können wir die Fragen so dann am Ende vielleicht noch abarbeiten. Genau, so machen wir das. Okay, dann Ihnen viel Ja. Spaß. So, dann danke erstmal für die schöne Begrüßung, die du hier gemacht hast. Auch natürlich danke an die ganzen Teilnehmer. Das werden ja immer mehr, habe ich das Gefühl, bei den Helpdesk-Webinaren. Ist natürlich soweit erstmal gut. Hoffe natürlich nur, dass wir da auch durchkommen. Ich switche mal hier meinen Bildschirm und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte man den jetzt sehen. So, damit also nochmal. Herzlich willkommen hier zum Frage- und Antwort-Webinar mit FXFlat und mit mir. So, ein paar Sachen sind schon reingeflattert. Ich möchte gleich mal eins vorwegnehmen. Heute sind die ein oder andere Mail hat mich erreicht, so von wegen irgendein Virenscanner schlägt Alarm, da wären Trojaner drin oder so. Das ist natürlich Quatsch, ja. Also, um das vielleicht mal kurz zu erklären, weil jetzt hier gerade mit dem neuen Update kam das. Solche Meldungen werden auch ganz oft als false positive dann halt auch remarked. Das heißt, man kann das auch nachlesen. Das ist halt gerade bei Anwendungen, die jetzt irgendwie gerade ganz neu zum Beispiel gemacht wurden. Das ist ja halt bei dem Installer ist das ja der Fall. Das heißt, mit dem Update ist auch der Installer nochmal neu gemacht worden. Und dann je nachdem, was da halt eben dann an Code drin ist oder was da an Abfragen drin ist, da werden die schon mal falsch eingestuft. Und das ist natürlich halt, dass Sicherheit hier ganz klar, ganz weit vorne steht, ist ja vollkommen klar. Und entsprechend gibt es natürlich auch in der Entwicklungsumgebung überhaupt eigentlich gar keine Chance, dass sich da irgendwas einnisten könnte. Habe das aber nichtsdestotrotz jetzt auch nochmal abgeglichen. Und das hier ist zum Beispiel jetzt auch dieses Ergebnis. Also jetzt hier von Total AV ist momentan in der Virenscanner-Hitliste auf Platz 1 ganz vorne. Und da ist also definitiv nichts, also weder natürlich in der Entwicklungsumgebung noch in den Dateien, die man jetzt vom Server herunterladen kann. Das sind auch irgendwie nicht alle, die das halt irgendwie anzeigen und auch völlig unterschiedlich. Ja, es ist ja irgendwie so 3, 4, 5 verschiedene Trojaner werden da halt angeblich erkannt. Und das wäre schon ein bisschen übel, wenn das so wäre. Wir hatten das aber auch schon mal in der Vergangenheit, wo der ein oder andere angeschlagen hat und da hat es halt auch nicht gestimmt. Das liegt also, wie gesagt, einfach nur daran, je nachdem, welche Konstellation da halt im Code drin ist und dann spielen die halt ein bisschen verrückt. Das heißt, letzten Endes wird es jetzt hier wahrscheinlich einfach ein bisschen dauern, weil man dann nur halt diese Meldungen dann rausgeben muss an die Hersteller,
Und dann wird sich das auch mit der Zeit von selber erledigen. Das ist halt nur jetzt einfach, weil das halt alles ganz frisch ist. So, um dem gleich da mal kurz zu begegnen, weil die Frage kam jetzt hier auch schon zweimal. Und also wie gesagt, völlig unterschiedliche, bei dem, also von den Namen her, was da halt angeblich drauf sein soll. Also sollte man sich nicht allzu viel Gedanken drüber machen, aber trotzdem muss ich es halt mal ansprechen. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wenn man das halt runterlädt, was steckt bei dem einen oder anderen halt dann nochmal irgendwie dazwischen, halt im Browser und so weiter, ja. Und von daher, also ich weiß nur, dass die Sachen, wie sie auf dem Server liegen, auf jeden Fall natürlich sauber sind. Okay, so. Aber wie gesagt, trotzdem, wir werden versuchen, das noch irgendwie auszuräumen, aber ich vermute mal, das erledigt sich sowieso innerhalb von ein paar Tagen. Und weil das entsprechend dort ja auch gemeldet ist. Okay, so, dann gucken wir mal, dass wir hier auf die Fragen eingehen. Also alles, was ihr habt, das hat mich heute das eine oder andere auch per E-Mail erreicht. Und ich habe auch gesagt, so komm am besten mal irgendwie ins Webinar vorbei. Und dann versuchen wir das halt dann auch hier entsprechend nachzuvollziehen, wo es denn da klemmt. Ich denke mal, mit dem Update, was wir da letzte Woche hatten, was ja dann leider wegen der Serverproblematik da halt notwendig war, ich denke, das ist aber überall angekommen. Mittlerweile sollte es aber nichtsdestotrotz auch die alten Versionen, das läuft momentan eigentlich alles. Es war halt eben dann jetzt nur irgendwie für, ich glaube, 24 Stunden, wenn man da nicht schon irgendwie die Lizenz abgefragt hat, und dann ist es halt mal einen Tag lang eng geworden. Aber es ist ja trotz allem recht schnell behoben und wird auch in Zukunft so nicht mehr passieren können, weil wir uns da entsprechend dagegen gewappnet haben. Das heißt, sollte mal irgendwann nochmal ein Totalausfall sein, ja, weiß man ja nie. Und selbst dann wird es in Zukunft so sein, dass man dann weiterarbeiten kann und da jetzt nicht irgendwie drauf angewiesen ist. Um das halt eben auch nochmal zu erklären. Das aktuelle Bild müsste die, warum steht bei mir hier, steht, jetzt habe ich auch noch eine alte Version hier, ist ja unglaublich. Also das müsste die 2035 sein. Ich habe hier 2033. Okay, bin da nicht ganz so aktuell, wie ihr es gerade seid. Hoffen mal, dass ich jetzt aber hier dann nichtsdestotrotz die Funktionen halt drin habe, die jetzt auch schon wieder verbessert wurden, dass ich es hier auch entsprechend demonstrieren kann. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf geachtet, warum das so ist. Kann aber auch sein. Nee, ich habe gerade Unsinn erzählt, weil das hier ist die Entwicklungsumgebung. Ich habe halt hier eine alte Version provoziert. Also hier ist auf jeden Fall auch 2035 drin, auch wenn da jetzt was anderes drauf gestanden hat. Also nochmal, aktuelle Version 2035. So, jetzt haben wir es aber. Okay, so, haben wir denn schon hier irgendwas an Fragen? Also fangen wir mal vorne an. Ich denke mal, das Problem mit dem Trojaner habe ich ja gerade angesprochen. Dann kommen wir zu dem nächsten, das ist der Ralf. Ich habe mal eine Frage, wenn ich mich in den MetaTrader einlogge, kommt immer die Nachricht, neue Software ist vorhanden. Bin auf die Seite von FX Flats und will die Software runterladen, kommt immer die Meldung, Zugriff verboten. Wenn da Zugriff verboten steht, dann würde ich mal einfach den Cache leeren. Ja? Also das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, weil nämlich die Location ist eine andere als vorher. Und wenn da irgendwie steht, Zugriff verboten, und dann liegt das wahrscheinlich am Cache. Also da mal auf Aktualisieren gehen, Cache leeren und so weiter. Und dann sollte das eigentlich problemlos machbar sein. Und da hat auch gerade noch jemand gesagt, gib bitte die Installation. Das kann ich ja auch mal kurz, das weiß ich noch nicht, kriege ich das hier auf die Schnelle hin, die Installation zu zeigen, weil ich habe die natürlich jetzt hier so nicht drauf. Aber eigentlich ist das kein großes Hexenwerk. So, aber ich versuche es mal. Das kann im Moment dauern. Ich muss hier ein paar Links in der Gegend rum kopieren auf einem anderen Bildschirm. Und hoffen mal, dass das jetzt auch hier funktioniert. Das heißt, ihr könnt jetzt gerade nicht sehen, was ich da jetzt an anderer Stelle mache. So. Jetzt muss ich mir nur hier irgendwo klugerweise irgendwo was aussuchen, wo ich das hin installiere. Und mal gucken, ob es auf dem Weg müsste aber eigentlich funktionieren.
So, müsste irgendwo hier in den, das kann es natürlich auch sein, wenn ich hier in den Explorer halt reinkomme, dass er die Liste auch der Defender anschlägt, dann würde ich es mit entsprechend mit Firefox machen. So bin ich aber hier, von daher gut, okay. So, hier steht auch zum Beispiel, ja, jetzt nur mal so als kleiner Gegenbeweis, hier ist ja auch ein Virenscanner jetzt drauf und ist sauber, stand auch da. So, also, wenn man das runtergeladen hat, einfach draufklicken. So, bei mir kommt jetzt hier nur wegen, weil das ist halt ein Server und da steht jetzt unbekannter Herausgeber und deswegen kommt das jetzt hier, ja, weil er da halt es nicht zuordnen kann. So, aber das kann man hier relativ einfach umgehen. So, den hier machen wir mal wieder zu, werden wir nicht mehr brauchen. Und jetzt müsste irgendwann der Installer dann auch erscheinen. So, es kann jetzt hier nur einen Moment dauern, denn wie gesagt, das läuft hier auf einem anderen Server und da dauert immer alles ein bisschen länger, bis das halt irgendwie dann auch mal angezeigt wird. Also, warum das jetzt hier ist, weiß ich nicht, aber sollte dann trotzdem gleich mal erscheinen. Vielleicht gehen wir dann zwischendurch mal auch noch auf eine andere Frage ein. So, was haben wir denn noch? Der Lutz, moin moin. Ja, das ist sehr schön, dass ihr das alles sagt. Ich brauche Fragen. So. So, nochmal die Installation. Installation. Brauche ich für den Stereotrader MT5 eine neue Lizenz oder kann ich die vom MT4 nutzen? Fragt der Andreas. Das kommt darauf an, wo die Lizenz her ist, ja. Also wenn das jetzt hier von FXFLAT eingerichtet wurde, dann muss das auch von FXFLAT für den MT5 entsprechend freigegeben werden. Ansonsten, wenn das halt von der Homepage kommt und eine freie Version ist, dann braucht man keine neue Lizenz. Das geht dann mit dem gleichen Lizenzschlüssel. So, kommt hier irgendwann noch? Ja, so, da sind wir doch. Also Installation. Schritt für Schritt war gewünscht. Versuche ich mal, also so sieht es ja aus, wenn man das ausführt und dann hier einfach auf Weiter klicken und dann hat man halt hier das Target, also wo das Ding halt hingehört, also wo der Stereotrader installiert werden soll. Ist bei mir jetzt natürlich hier ein bisschen viel, obwohl es hält sich auch noch in Grenzen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich das hier ohne Probleme installieren kann, ohne dass mir jetzt hier irgendwas kaputt mache. Moment, da muss ich jetzt ganz kurz mal nachschauen, nicht, dass da nachher irgendwas nicht mehr funktioniert, weil wie gesagt, das ist hier keine normale Umgebung. So, 1.6b, die ist... Moment. So, das heißt, also so wie ich es gerade gemacht habe, ja, wenn man sich da unsicher ist, hier auf Datei und dann Dateiordner öffnen und dann sieht man auch hier, welcher das ist, ja, das ist hier so eine ultralange Bezeichnung, also wenn man sich da nicht sicher ist, normalerweise kann man die einfach alle auswählen und dann ist kein Problem. Ich muss jetzt hier nur leider darauf achten, damit ich mir hier intern nicht irgendwas überschreibe, was da gar nicht hingehört. Ja. Nur wenn man das überprüfen möchte und dann sieht man hier diese Bezeichnungen, die man auch entsprechend hier im Installer wiederfindet. Ja. So, jetzt muss ich nochmal hier, ich muss hier wirklich zweimal gucken, dass da nicht nachher irgendwas zerschossen ist. So, dann wählt man hier unten aus entsprechend. Oben, die kann man eigentlich alle ignorieren. Das funktioniert auch nicht in den meisten Fällen. Ja, weil das ist eigentlich, ich glaube, bei Windows XP oder so funktioniert es noch, aber halt bei den neueren Windows-Versionen wird es nicht mehr funktionieren, dass man auf den Ordner C da in Programme da halt irgendwo was installieren kann. Sondern das ist ja hier alles immer nach Benutzern getrennt. Das heißt, man wählt einfach die aus, anklicken und fertig. So, und dann halt hier einfach auf Weiter, hier steht dann noch so ein paar Änderungen drin, ja, und hier auch nochmal, dann wer das lesen möchte, kann sich das gerne antun, steht nichts Verbotenes drin, dann hier einmal auf Akzeptieren und dann geht es halt los, ja, und dann wird halt hier einfach das Ganze kopiert und das war es dann auch schon, ja, mehr muss man nicht tun und sobald man dann, ich habe das jetzt in einem anderen MetaTrader, jetzt nicht in dem, wo ich jetzt hier drin bin, installiert. Und sobald man den MetaTrader dann nochmal aufmacht und sobald man entsprechend ein neues Symbol hier anklickt, neues Chart-Window, neues Chartfenster
Und dann ist der geladen. Also mehr ist es halt nichts, ja. Das ist die ganze Installation. Und das ist auch mit dem Update ganz genauso. Es gibt also keinen Unterschied zwischen Update oder zwischen Vollversion. Das ist halt alles das Gleiche. Und immer der gleiche Installationsprozess. So, und dann schreibt der Erik, habe mehr versucht, die kleine Datei zu installieren. Leider jedes Mal misslungen. Ja, aber da steht ja irgendwo, das hat man ja auch gerade gesehen, da werden ja die Dateien kopiert, ja, und da steht ja auch irgendwo drin, wenn da ein Fehler passiert, warum auch immer, dann steht es auch da in der Liste mit drin. Und was halt auch schon lustigerweise oft genannt wurde, dass die Datei ja so klein wäre, ja, also die Installationsdatei, das Programm wäre ja nur ein paar Kilobyte groß. Ja, das liegt einfach daran, weil die ganzen Daten, die werden vom Server während der Installation gezogen, die sind dann nicht enthalten. Und theoretisch ist es dann auch so, dass man das Installationsprogramm eigentlich gar nicht neu runterladen muss, sondern muss es neu ausführen. Und dann hat man entsprechend auch die neue das Update drauf. Nur jetzt mit der 2.0.3.5 muss man es runterladen, weil die Location hat sich geändert hat. Aber normalerweise eigentlich nicht. Und also, lieber Erik, wenn du, da brauche ich halt schon mal irgendwie ganz klare Angaben, was genau nicht funktioniert, beziehungsweise wie weit du überhaupt mit der Installation kommst. Wird das überhaupt ausgeführt oder kommt während der Installation da ein Fehler? Und wenn das Installationsprogramm zum Beispiel nicht ausgeführt wird, ja, das, wenn da halt irgendwie steht, kann nicht ausgeführt werden, weil. Und dann sollte man, es gibt von, ich weiß nicht, bei Windows 10 sollte das eigentlich drin sein auch, aber es gibt da ein sogenanntes Net Framework, so heißt es, also .Net Framework. Und falls das wirklich gar nicht ausführbar ist, dann sollte man das einfach mal installieren. Und das ist eben auch der Grund, warum die das Installationsprogramm so klein ist, weil da halt eben nicht alles drin ist, sondern weil es eigentlich alles schon in Windows auch mit dabei ist. Also einmal, was das Programm selber angeht. Und wie gesagt, der Stereo-Trader selbst, der liegt auf dem Server und wird 1:1 von dort runtergezogen. Und so ist halt einfach immer sichergestellt, dass dann auch die aktuellen Daten halt sind. Und wenn die Meldung am Schluss kommt, wie jetzt hier gerade nochmal der Erik nachgeschoben hat, dann steht da aber in der Liste, dann musst du bitte mal gucken, ich will es jetzt aber ehrlich gesagt nicht nochmal ausführen, dann steht in der Liste, wo die Dateien, wo das halt so runterläuft, wo das alles installiert wird, dann kann man dort sehen, wenn irgendwas nicht installiert wurde, und dann steht da auch der Grund. Also was heißt, der Grund steht vielleicht nicht dabei, aber steht zumindest die Datei dabei. Und was man auf jeden Fall machen sollte, ist den MetaTrader vorher beenden. Und wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann kann es eigentlich nur noch daran liegen, dass die Dateirechte auf dem Windows-Computer, dass die halt verstellt sind. Ja? Und dass da halt aus welchem Grund dann auch immer da halt nicht erlaubt ist, irgendwas zu kopieren. Aber vorhanden ist das alles, das hat man ja auch gerade gesehen, ging ja auch fehlerfrei durch, würde jetzt irgendwas fehlen, ja, von Seiten von der Installationsdatei. Und dann hätte ich das jetzt auch gesehen, ja, und dann wird es ohnehin angezeigt. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich wirklich eher ein lokales Problem, und wie hier nochmal der Erik auch nachträgt, genau, errors occurred while files were copied, also Fehler während Datei kopieren. Da, wie gesagt, in die Liste gucken. Ja, wenn der Fehler kommt, ein Schritt zurück, und dort sieht man dann, welche Datei nicht kopiert wird. Weil es steht direkt unter der Datei Fehler. Ja, und dann kann man da auch näher drauf eingehen, beziehungsweise mal auf die Suche gehen, woran es liegt. Es ist auf jeden Fall kein generelles Problem, sondern mit zu 99,99% ist es wirklich lokal und hängt wahrscheinlich mit den Rechten zusammen. So. Okay, also wie gesagt, macht das bitte mal und dann nochmal, einfach nochmal dann halt den Auszug von dort beziehungsweise mit der Angabe von der Datei dann nochmal bitte eine E-Mail an den Support schicken, weil ist nämlich sonst hier keiner dabei, der das Problem hat, und mir ist auch sonst jetzt irgendwie nicht bewusst, dass das irgendwie bekannt wäre. So, dann fragt nochmal der Andreas, ist die Webseite Stereo-Trader umgezogen? Ja, die wird gerade umgezogen, ist momentan nur eine temporäre, ist aber nach wie vor unter Stereo-Trader.net.
Zu finden ist aber nur eine temporäre Seite, weil da halt gerade alles komplett in der Umstellung ist. Das hängt eben alles damit zusammen, wo auch der Lizenzserver und so weiter sich geändert hat, beziehungsweise mit dem letzten Update. Das ist noch ein bisschen Arbeit, dauert noch ein bisschen, kommt aber die Links sind ja auch trotzdem alle da. So, dann fragt der Horst, warum kann der StereoTrader-Updates nicht automatisch ausführen? Ja, die Frage kam schon öfters. Das ist auch ein Punkt, der auf jeden Fall mal in Angriff genommen wird, dass das alles mal noch vereinfacht wird und dass es ähnlich läuft wie im MetaTrader selbst, dass es halt im Hintergrund gemacht werden kann. Steht auf jeden Fall auf der Liste, auf der Wunschliste und kommt auch ganz sicher so früher oder später in der Form. Weil es dann doch immer, das merke ich ja selber, dass halt oft danach gefragt wird, warum, weshalb, wieso. Und dann wird es natürlich auch irgendwann gemacht. Okay, dann machen wir mal weiter hier. Also Andreas, wenn du noch da bist und irgendwas feststellst, dass ich was übersehe, dann grätsch bitte einfach dazwischen, ne? Ja klar, kein Problem, mache ich. Alles gut. Okay. So, der Frank fragt, wo lässt sich die Symbolbezeichnung Hintergrund für den Chart einschalten? Also ist wahrscheinlich das hier gemeint, ja. Das ist das sogenannte In-Chart-Label. Das kann man, das muss ich selber mal ein bisschen auf die Suche gehen. Ich glaube aber, ja, da ist es. Also im Setup, bei Layout, In-Chart-Label. Das ist genau das Ding hier. Da kann man das ein- und ausschalten. Ja, wie man sieht, so ist es ausgeschaltet. Und so ist es eben eingeschaltet. Und man kann auch hier bei dieser Einheitsbezeichnung, bei mir steht es jetzt hier gerade nur auf Englisch, aber da kann man auch entsprechend was ganz anderes hinschreiben, wenn man das denn so haben möchte. Und das ist jetzt hier die Vorgabe, DJI kann auch genauso gut hier Downshoots hinschreiben. Und dann müsste das eigentlich genau in der Form dann halt kommen. Ja, ich kann auch Hallihallo hinschreiben oder ein doofer Index, was auch immer mir da am besten gefällt, und das ist halt hier nur die Vorgabe. So, DJI. So, das hier unten kann man nicht ändern, kann man nur anpassen bei den Settings. Dort ist das hinterlegt. Das sind halt so Platzhalter, die man dann halt wiederum hier findet. Ja, da steht hier Chart Labeling. Da steht drin, wie das aufgebaut ist. Ja, und dann kann man das auch entsprechend selber anpassen, muss aber der StereoTrader dafür neu gestartet werden, beziehungsweise man muss es dann halt als Template dann entsprechend mit speichern und dann ist es drin. So. Die Tanja, wenn Zeit ist, gern nochmal die Pullback-Order für die langsamen uns unter uns wiederholen. Ja, ich stelle das mal ganz kurz hinten an, Tanja. Und weil dazu gibt es ja wirklich tausend Webinare, also gefühlte tausend. Und gut, so viele sind es nicht ganz. Aber können wir mal gucken, vielleicht haben wir gleich noch die Möglichkeit. So, dann der Thomas. Unter Session Statistik gibt es den Punkt Slippage, der sich mir noch nicht erschlossen hat. Selbst wenn die Slippage mehrfach negativ ist, ist das Ergebnis null oder manchmal positiv. Mir scheint die Berechnung nicht eindeutig. Ich muss zugeben, dieser Punkt ist bei dem letzten Update etwas vernachlässigt worden. Oh, sieht ja böse aus hier immer im Testkonto. Das ist aber eigentlich schon so gerechnet, also es halt immer geguckt wird, ob jetzt die höhere oder niedrigere Ausführung halt korrekt ist. Eigentlich sollte das schon stimmen, was hier steht. Und solange, weil irgendwann war es ja auch mal so in dem ersten Update auf die 2.0, da standen hier ganz lustige Zahlen. Aber das ist eigentlich behoben, das sollte eigentlich auch passen, ja. Also die Slippage. Das heißt, hier wird vor allen Dingen auch die Slippage erfasst, die man in der Account History überhaupt gar nicht sehen kann. Weil in der Account History sehe ich ja immer nur, zum Beispiel wenn Take Profit oder Stop Loss halt irgendwie getroffen wurde, wie das im Vergleich entsprechend ausgeführt wurde. Das sehe ich dort. Was ich aber dort nicht sehen kann, ist, wenn zum Beispiel was passiert, wenn ich auf, zum Beispiel angenommen, ich mache jetzt hier irgendwie einen Trade auf, bin jetzt hier short, nur mal als Beispiel. Allein das, wenn ich hier drauf drücke, die Millisekunde zwischen draufdrücken und wo die Order gefüllt wird, die kann ich hier unten nirgends erkennen. Ja, absolut keine Chance. Aber auch das,
erfasst zum Beispiel ja auch der Steo-Trader. Das heißt, der guckt exakt in dieser Millisekunde oder es ist noch weniger als eine Millisekunde, guckt, welcher Kurs hatte ich da? Also wenn ich jetzt hier die Maus loslasse, welcher Kurs war da und welchen habe ich hier bekommen? Das fliegt auch in die Berechnung mit ein. Und natürlich genauso beim Schließen, dann auch bei Limit Pullback und so weiter. Oder halt auch, wenn ich hier mich mit einer MIT-Order jetzt irgendwie einstoppen lasse. Das sind alles Dinge, die kann ich überhaupt gar nicht erfassen. Also beziehungsweise die kann ich erfassen mit dem Stale Trader, ja, aber nicht unten entsprechend mit der Account History. Das wird dort nicht erkannt. Und das ist eigentlich auch genau das, worum es ja auch dabei geht, dass nämlich genau solche Sachen auch erfasst werden. Weil es gibt da leider doch den einen oder anderen Broker, wo dann immer ganz ominös mit jedem Klick dann halt irgendwie so ein halber Punkt verschwindet. Ja. Alles schon gesehen, natürlich nicht bei FX Flat, das ist ja vollkommen klar. Aber das ist tatsächlich, deswegen gibt es die Funktion auch, weil mich da mal irgendwann was sehr spanisch vorgekommen ist. Das muss ich mal erfassen. Und das wird also auch alles mitgerechnet. Und hier ist es natürlich jetzt hier, die Session, die geht schon, keine Ahnung wie lange, schon ein bisschen länger. Und von daher verändert sich da jetzt halt hier auch nicht unbedingt sofort was. Aber wird auf jeden Fall halt auch damit erfasst. Genauso, wenn ich jetzt hier auf Schließen gehe, sehe ich hier unten auch nicht, wo ich geschlossen habe. Der Stale Trader weiß es aber. Der weiß, wo ich schließen wollte und sieht, wo ich geschlossen habe. Und das fließt alles in diese Berechnung mit ein. Diese MIT hier auf der rechten Seite, das ist die Limit Pullback. Das heißt, dort wird immer halt summiert, beziehungsweise halt noch summiert ist im Endeffekt, was die Limit Pullback Order insgesamt halt gebracht hat. Ja. Der sollte halt jetzt nicht unbedingt dauerhaft negativ sein, sondern der ist eigentlich im Durchschnitt immer positiv, dieser Wert eben auch. Und das beides zusammen, wenn man das dann halt nimmt, dann weiß man, wo man halt ungefähr dann halt auch steht und ob die Ausführung halt soweit korrekt ist. Okay, hat der Thomas noch was nachgelegt? Nee, ne? Okay. Dann machen wir weiter hier. Das ist hier nochmal alles zur Installation. Das habe ich aber, glaube ich, alles soweit durch. Lutz, was schreibst du da? Ich verstehe dich nicht. So, wie bekomme ich am einfachsten wieder die Standardeinstellungen im MT5 Stale Trader angezeigt? Wenn ich zum Beispiel ein Skript vor mir installiert habe, habe ich häufig das Problem, das wieder wegzubekommen. Die Standardeinstellung MT5 Stale Trader, also generell, wenn man die Standardeinstellungen haben will, hier auf Reset. Ja. So, da steht ja auch ein bisschen was dazu. Wenn ich hier Reset drücke, gilt es nur für den aktuellen Chart mit dem aktuellen Instrument. Mit Shift alles für diesen Broker, das heißt alle Instrumente und Charts von FX Flat und mit Control alles. Von allen Konten, allen Brokern, allen Charts. Ja, aber halt hier einfach nur auf Reset und dann hat man wieder die Standardeinstellungen, wie sie halt sind, wenn man den Stale Trader gerade frisch installiert hat. Und wenn jetzt der Metatrader damit gemeint ist, da kann ich leider nicht mit dienen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Funktion gibt es dort nicht, dass man den auch so zurücksetzen kann, dass wieder alles auf Anfang halt ist. Okay. Kurze Erklärung zum Unterschied normal Silver Edition. Ja, also hier bei FX Flat gibt es ja nur die Classic Edition, also das heißt, die mit dem kompletten Funktionsumfang. Es gibt noch also wenn man das halt im Direktbezug macht, gibt es halt noch eine Silver Edition. Das heißt, die ist bisschen günstiger als die Classic Edition, kann aber natürlich auch längst nicht so viel und vor allen Dingen nicht ein Limit Pullback. Da gibt es aber im Handbuch, müsste da eine Gegenüberstellung sein von Funktionen, was die eine kann und was die andere nicht, da einfach mal reingucken. Man findet schon mal Antworten, wenn man ins Handbuch guckt, liebe Tanja. Das müsste eigentlich wirklich drinstehen. Wenn nicht, es gibt ein PDF, das kann ich ja dann ansonsten mal irgendwie online stellen. Dort steht genau drin, was der Unterschied ist. Also ich kann aber jedem nur empfehlen, Classic Edition, bloß nicht die Silber. Okay. So, der Ralf. Ja, Zugriff auf Webadresse habe ich ja gerade gesagt. Da mal den Cache leeren. Das muss gehen. Und wenn, dann liegt es daran. Okay.
Wie kann man sich ein eigenes Layout speichern? Das fragt der Paul. Das haben wir aber auch schon öfters mal gehabt. Wenn man hier die Farben so ändern möchte, wie man sie haben möchte, ja, und das erhalten bleiben soll, dann muss man hier auf im Layout, auf Chart Theme und dann Custom. Ja, ganz wichtig. Und weil ansonsten würde er das immer wieder überschreiben, weil wenn der Stereo-Trader geladen wird, dann guckt er, was steht da drin? Ah, da steht irgendwie, keine Ahnung, Smoke oder hier sowas halt drin und dann lade ich das halt und ignoriere das, was vorher war. Wenn ich aber das auf Custom stelle und dann kann ich alles einstellen, wie ich es haben will, also das heißt, dann halt hier die Kerzenfarben kann ich halt dann hier anpassen, so wie ich das halt haben möchte und das wird dann auch entsprechend mit gespeichert und beim nächsten Öffnen ist es dann auch noch da. Genauso wie das Grid hier, das Lustige im Hintergrund, sowas halt eben auch alles. Aber wie gesagt, man muss vorher auf Custom stellen, sonst funktioniert es nichts. So, stellen wir uns mal wieder, wie es war. Okay, so, dann der Andreas. Ja, steht ja, der fragt gerade, kannst du nochmal zeigen, wie Teilverkäufe aufgegeben werden können? Ja, das kann ich machen, aber dann schnappe ich mir zuerst mal die Tanja mit der Limit Pullback nochmal ganz kurz. Ich hoffe jetzt nur, die Wohler reicht jetzt hier. Ist ja wirklich auch wieder so ein bisschen überschaubar, aber es ist ja normal um die Uhrzeit, wenn wir das Webinar machen. Also, Limit Pullback. Um das nochmal zu erklären. Also, ein Limit Pullback ist einfach, also jetzt zum Beispiel hier, wenn man auf Verkaufen setzen möchte, dann wäre eine Limit-Order entsprechend oberhalb. Das heißt, das ist der Mindestkurs, der erreicht werden muss, um entsprechend halt meine Short-Order auszulösen. So, im Stereo-Trader ist es so, per Voreinstellung ist jede Order eine Limit-Pullback-Order. Also jede Limit-Order ist eine Pullback-Order, egal ob Long oder Short. Ja, also ich baue jetzt hier mal noch eine Long dazu und gucke mal, ob wir hier eine gefüllt kriegen. Und vielleicht sieht man es dann ja auch, wenn der Dow jetzt Lust hat, hier mitzuspielen. Und dann werden wir da auch gleich was sehen können. Das führt einfach nur dazu, eine Limit Pullback wird nicht sofort ausgeführt, sondern wäre halt so, ganz kurz, also hier ist mein Ask, ja, hier oben, und das ist mein Bid, ja, Ask oben, Bid unten. Und um eine Long Order auszuführen, muss der Ask den Kurs erreichen. Ja, von dem Level. Und bei einer Short Order genau umgekehrt, da muss der Bid entsprechend den Kurs erreichen, um ausgeführt zu werden. So, wenn jetzt halt der Dow da hinkommt und der kommt mit dem Ask auf das Limit, dann wird die nicht sofort ausgeführt. Eine normale Limit Order wird sofort ausgeführt. Weil, was mache ich denn, wenn der hier einfach durchfällt? Ja, und das ist das Problem von der normalen Limit Order, dass die überhaupt nicht auf den Markt reagiert, sondern man stellt sich mit der Limit Order immer gegen die aktuelle Bewegung, immer, ohne Ausnahme. Und das ist bei der Limit Pullback, ist es halt anders. Das heißt, die, wenn das Limit hier erreicht wird, hängt sich dann hinter den Ask, und zwar am Abstand von einem Punkt. Das ist die Voreinstellung, ist jetzt im Dow wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber das kann man einfach mal auf zwei stellen, dann sieht man es ohnehin besser, oder ich mache mal drei sogar. Das heißt, wenn das Limit hier erreicht wird und hier ist ein Pullback von 3 angegeben, dann hängt sich diese Limit Order 3 Punkte hinter den Ask. Ja, das heißt, der Dow Jones muss 3 Punkte dann überhaupt in meine Richtung laufen, weil ich will ja long an der Stelle. Und dann muss der 3 Punkte überhaupt in meine Richtung laufen, damit die Order ausgeführt wird. Und das heißt, wenn der Dow jetzt hier hinkommt als Beispiel und fällt 10 Punkte runter und läuft dann erst wieder hoch, dann werde ich 7 Punkte besser gefillt. Und das ist der sozusagen der Trick, will ich es jetzt nicht nennen, aber das ist die Funktionalität von der Limit Pullback Order, die halt auch wirklich, ich glaube, das können auch alle bestätigen, die verwenden, oder verwenden ja eh eigentlich alle, wo man halt wirklich oft schon mal halt eine Ausführung bekommt, mit der man so nicht gerechnet hätte. Ja, also die halt im Durchschnitt halt dann auch positiv sein sollte und es auch ist, ja. Und es sei denn, man setzt die zu knapp oder sie muss schon ein bisschen zur Volatilität passen. Ich glaube, im Dow machen wirklich halt 2 Punkte schon mehr Sinn als jetzt einer. Im DAX reicht ein Punkt
Und wenn der halt irgendwie squeezed und so wie halt morgen haben wir das ja auch gehabt, dann war das ja halt so, so jetzt kriegen wir es hier, ja, springt runter, geht jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber wie man sieht, ich brauche einen Rücklauf, ja, ist natürlich jetzt hier alles sehr eng und ich brauche einen Rücklauf, damit die gefüllt wird. War jetzt ein bisschen schnell hier vielleicht an der Stelle, aber wie man sieht, und das ist halt genau der Effekt, ja, dass ich halt eigentlich fast immer ins Plus laufe mit einer Limit Pullback Order und mit einer normalen Limit Order erstmal immer ins Minus. Ja, liegt einfach daran, weil ich ja in der Bewegungsrichtung hier in den Markt komme. Ja, und wenn die jetzt zum Beispiel halt bis hier unten hingelaufen wäre, und dann hätte ich mir immer noch überlegen können, oh, gehe ich lieber raus, viel zu tief, da sollte eigentlich gar nicht hin. Ja, und die Bedenkzeit kriegt man halt sehr oft und oder beziehungsweise halt, wenn die Richtung und die Kriterien nach wie vor stimmen, halt meistens auch den besseren Fill. Hat man jetzt hier auch gerade gesehen. Gut, ist natürlich jetzt hier die Volatilität, ist natürlich halt wirklich hier ein bisschen lame, ja. Und hat jetzt auch nicht wirklich großartig was gebracht, vielleicht auch gar nichts. Aber es ist halt eben so eine Art Versicherung, dass ich halt in Richtung von der Bewegung drin bin und nicht in die andere. Und bei Short genauso, vielleicht kriegen wir den jetzt auch sogar noch hier. Kann ich mal ein bisschen runterziehen. Das Ganze mal provozieren. Den Satz geben wir auch mal zwei. Bei Short ganz genauso. Ich habe den jetzt hier auf Reverse gestellt. Das heißt, der würde mich jetzt hier drehen, ja, falls er nochmal dahin kommen sollte. Was ich irgendwie nicht so wirklich glaube. Deswegen ziehe ich den mal ein bisschen runter hier noch. Und da wäre halt genau das Gleiche. Das heißt, der muss hier, der Bit muss an das Level dran. Also nicht nur dran, sondern doch, er muss dran und dann springt die Order zwei Punkte drunter. So, vielleicht, wie gesagt, sehen wir es. So wirklich glaube ich da noch nicht dran, aber okay. Dann gucken vielleicht ja doch. So, ein halber hat hier noch gefehlt. Na komm. Den kommt jetzt auch nicht an, Dau. Jetzt komm schon. So, aber so hat man halt eben, ich hoffe, Nina, das war verständlich an der Stelle. Auch für die Langsamen, so wie du es vorhin formuliert hast. Oder war das Tanja oder Nina? Sorry, wenn ich jetzt hier die Namen verwechselt habe. So, aber jetzt sieht man es hier. Ja, springt also drüber, die Order hängt sich dahinter, es passiert erstmal nichts. Rennt der DAO jetzt weiter, läuft die Order mit hoch. So, das ist natürlich immer das Premium-Beispiel, aber dafür ist die Vola jetzt hier ein bisschen zu knapp. Ich schätze mal, da werden wir jetzt nicht, doch, man sieht es ein bisschen, ja, die Order ist verschoben worden, ich habe nicht geklickt oder so, sondern die wird jetzt mit hochgezogen. Ja, sollte der DAO jetzt komplett da irgendwie nach oben abhauen, und dann kann ich jederzeit sagen, nö, mache ich doch nicht. Ja, aber so habe ich allein schon, sieht man ja, ne? Geht immer weiter. Schritt für Schritt. Mit einer Limit-Order wäre ich jetzt schon längst im Minus und so ist halt einfach noch gar nichts passiert, weil ich noch gar nicht gefüllt bin. Und das ist halt eben dieser Riesenvorteil von der Limit-Pullback-Order. Weil gerade der DAO hat ja wirklich auch manchmal die Angewohnheit, der rennt da einfach geradeaus weiter und dreht sich gar nicht mehr um. Und wenn man da eine normale Limit-Order hat, und dann guckt man da manchmal ganz schön blöd aus der Wäsche. Aber liegt eben daran in der Natur der Sache, weil man sich ja auch gegen die Bewegung stellt. So, jetzt haben wir hier den Rücklauf gehabt. Jetzt ist das auch in Ordnung. Und nach den Kriterien zumindest, die ich jetzt hier mitgegeben habe, und wie man sieht, läuft auch hier direkt schon mal gleich wieder einen Punkt weiter und damit auch wieder sehr schnell ins Plus. Natürlich jetzt auch keine Garantie dafür, dass die extrem nach unten ist, läuft und aufgeht, aber ich bin eben immer mit der Bewegung gehe ich immer in den Markt. Weil es hat, eigentlich ist es eine Stop-Order, ja, die ab einem Limit ausgeführt wird. Das wäre eigentlich die konkrete Erklärung dafür. Aber sie heißt eben Limit Pullback, weil ich brauche ein Pullback, damit sie halt gefüllt wird. So, dann war die Frage, Moment, wo ist es nochmal? Hier mit dem Teilverkauf, jetzt finde ich die nicht mehr. Moment. Finde ich nicht mehr. Kann ja nicht wahr sein. Eigenes Layout. Andreas, hilf mir. Ich finde die Frage nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wer sie gestellt hat. Also, okay. Ist ja. Kann ich jetzt leider nicht mehr bedienen, aber die Frage war, wie macht man Teilverkauf oder auch Teilkauf? Impliziert halt die Handelslogik im Stereo Trader, weil es wird ja immer alles miteinander verrechnet. Hier jetzt nur deswegen nicht,
weil ich ja das Reverse angeklickt hatte, ja, hier bei der Order, da war ja halt Reverse, das heißt, mach den alten zu und mach einen neuen auf. Dafür steht das Reverse. Ja, die Frage wenn ich kam aber jetzt von Andreas, sorry, um 18.20 Uhr, aber... Von Andreas. Genau. Ah ja, genau, da ist er, der Andreas. So, und also, wie macht man Teilverkäufe oder Teilkäufe, wie auch immer? Ganz einfach, mit Verrechnung. Ich bin jetzt hier mit einem Kontrakt bin ich jetzt hier short. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na, ich löse die Hälfte auf, werde ich hier einfach 0,5. Oder ich zeige mal noch was anderes gleich. Ich mache 0,1 so, und kaufe. Fertig. Und dann sind es nur noch 0,9 gewesen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aber hier steht 0,9. Genauso kann ich jetzt hier eine Long Order dahin setzen. Passiert genau das Gleiche. Kann ich auch mal kurz provozieren. So, hier mal eine MTO dahinter gehangen. Eine Market Trail Order. Das heißt, die hängt sich sofort hinter den Kurs. Eigentlich eine ähnlich wie eine Limit Pullback, nur dass die sich direkt aktiviert. Das heißt, wenn jetzt hier meine Long Order gefüllt wird, so, jetzt passiert, und dann wird die halt auch einfach nur verrechnet. Ja, und genauso kann ich es umgekehrt machen. Ich kann natürlich oben auch sagen, ja, zum Beispiel, angenommen, bin jetzt short und merke, der läuft nicht, kann ich genauso gut sagen, na, dann nehme hier oben erstmal die Hälfte raus, ja, ziehe meinen Stop höher und lass mich hier oben erstmal zur Hälfte irgendwie aus dem Markt rauswerfen und nicht gleich mit dem ganzen Stop. Kann ich genauso machen, ja, weil es ja immer verrechnet wird. Und egal, ob ich jetzt im Positiven oder im Negativen halt meine Positionen teilen, auflösen, spielt keine Rolle. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Ich bin short, also gehe ich ein Stück long, beziehungsweise kaufe. Halt, ob jetzt über dem Kurs oder unter dem Kurs, spielt keine Rolle. Ja, aber so kann ich halt auch genauso gut meinen Exit jetzt hier verteilen, wo ich dann sage, gut, wenn er dahin kommt, hier löse ich die Hälfte auf und da löse ich nochmal die Hälfte auf. Oder ich lasse den hier, kann auch genauso gut dann halt hier mein Take Profit hinsetzen oder mein Trail beginnen, ja, wie auch immer. Führt aber alles halt zum gleichen Ergebnis. Sobald ich hierher komme, bin ich die Hälfte los, bin noch mit 0,8 drin. Sobald die gefüllt ist, sind es dann nur noch 0,4 und den Rest, ja, kann ich ja dann auch entweder, wie ich es eben gezeigt habe, hier oben einfach durch zurückkaufen. Und ich kann natürlich auch die Position, ich kann ja nicht nur Teil auflösen, ich kann auch Teil aufstocken. Das kann auch genauso gut hier sagen, ich bin mit 0,8 drin, ich hätte aber gern 1,0, dann verkaufe ich hier oben einfach noch ein Stück. Dann bin ich wieder mit 1,0, weil es wird ja einfach nur verrechnet. Was man auch machen kann, das ist über das Skype-Terminal übrigens, hier oben habe ich ja Flat und da steht ja auch zum Beispiel noch in der Beschreibung dran, Shift-Klick und STRG-Klick. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt STRG-Klick mache und dann bin ich nicht flat, sondern dann löst er die Hälfte auf. Ja, sieht man auch hier, sobald ich mit der Maus da drauf gehe, während ich die STRG-Taste gedrückt halte, steht da auch ein halb. Und genauso, wenn ich es mit Shift mache, steht da ein Drittel. Ja, wird jetzt hier nichts Gerades bei rauskommen, wird dann entsprechend aber gerundet. So, um das zu demonstrieren, ja, ich habe jetzt hier STRG gehalten und klicke hier oben auf flat und dann sind es noch 0,5. Ja, ist halt auch die Hälfte dann weg. Gibt also ganz viele Möglichkeiten, das in Teilen aufzulösen. Und der Riesenvorteil ist natürlich, ich kann natürlich, wenn ich es ganz kompliziert machen will, was heißt kompliziert? Eigentlich ist es sehr klug, das so zu machen. Jetzt mal angenommen, ich bin hier im Stundenchart, ja, und sage, naja gut, so irgendwie heute Abend in 4 Stunden, wann auch immer, könnte das Ding ja mal da unten stehen. Nichtsdestotrotz würde ich aber schon mal irgendwie im 5-Minuten-Chart anfangen zu trailen mit der Hälfte. Ja, so könnte ich also hier zum Beispiel hingehen, setze mir eine Limit-Order dahin mit einem Abstand von 10 Punkten und sage dem zum Beispiel, naja, trail mir den doch einfach hinterher. Ja, das heißt, die Order würde dann entsprechend im Kurs hinterher getrailt werden und so hätte ich dann im 5-Minuten-Chart einen Trading-Stop, obwohl ich eigentlich halt auf Stunde orientiert bin. Ja, so kann ich das halt kombinieren, ja, wenn ich halt irgendwie mit mehreren Timeframes halt arbeite. Aber das nur als Beispiel. Darf man sich aber gerne mit auseinandersetzen. Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, das so zu machen, weil dann man das halt dann einfach so ein Trade dann aufsplittet sozusagen in mehrere Zeiteinheiten, um das entsprechend halt
auch unterschiedlich aufzulösen. Ja, mit mehreren Trailing Stops kann ich dann sozusagen arbeiten, weil das ist ja auch, hier steht es ja auch bei Stop. Der Stop Loss ist ja nichts anderes als eine Buy Stop Order. Das ist genau das Gleiche. Ja, nur dass der halt hier ganz klar als Stop Loss deklariert ist, aber vom Prinzip her ist das absolut das Gleiche. Ja, ich könnte genauso gut sagen, ich brauche gar keinen Stop Loss hier oben, ja, beziehungsweise keinen normalen Stop Loss, sondern ich habe halt hier 0,2 und da oben 0,3. So, dann ist der Fall halt auch erledigt, ja. Und weil hier oben bin ich dann auch flat, obwohl ich gar keinen Stop Loss drin habe, weil ist ja nichts anderes. Stop Loss ist eine Stop Order. Okay. So. Dann der Uwe Meyer-Hössel schreibt, der Stereo Trader ist eine super Plattform, aber das Wichtigste fehlt. Bei der Orderaufgabe zum Beispiel in Prozent. 1% zum Kapital genommen wird, je nachdem damit was geplant ist oder habe ich was übersehen. Ja, da hast du was übersehen. Und zwar, ich habe ja hier oben ganz normal meine Positionsgrößen. Ich kann ja hier auswählen, 5 Kontrakte, 07, 02, was auch immer. Ja. Und hat natürlich jetzt mit meinem Konto erstmal nichts zu tun. Wenn ich aber im Setup auf Layout und dann hier Quick Size Buttons auf Buy Risk stelle, dann passiert Folgendes. Dann habe ich hier oben plötzlich keine Positionsgröße mehr, sondern prozentuale Angaben. So, und wenn ich jetzt der Meinung bin, zum Beispiel, der liebe Dow Jones geht short und hier oben ist mein Stop, ja, dann kann ich mir das hier angucken. Ich bin bei 137, da oben bin ich bei 184, also 50 Punkte Stop Loss. Und für den Trade riskiere ich 1%. So, fertig ist die Laube. Dann hat entsprechend jetzt hier der Stereo Trader ausgerechnet, das entspricht genau 1,1 Kontrakten von dem Konto. Ja, das ist jetzt hier irgendwie bei 4.657 und mit 1,1 Kontrakten, ja, wäre da oben genau mein Risiko von 1% erfüllt. Das heißt, auch hier kann ich entsprechend auch anderes auswählen, ja, 1,5, was auch immer. Und passt immer, sobald ich den Stop-Loss ändere, sieht man auch hier, wenn ich jetzt hier 40 eingebe, dann kommt da oben 1,4, bei 10 sind es dann 5,4. Klar, weil die Strecke wird kürzer, entsprechend passt sich der Wert halt an. Ja, wenn ich jetzt aber hier ganz regulär, wie ich es vorhin gesagt habe, wie viel waren es, 50 Punkte Stop-Loss, wenn ich sage, hier oben ist meine Grenze, da soll er runter, ich mache 50 Punkte Stop-Loss, 1% Risiko, ja, muss man gucken, dass es auch ausgewählt ist, ja, weil dann passt es immer automatisch an. Und wenn ich dann Short gehe, sehe ich hier meinem Stop-Loss, bei Risiko steht 1,01%. Ja, das ist ein kleiner Rundungsfehler, aber ich glaube, das kann man verschmerzen. Aber daran sieht man ja halt, das ist ja das genau das, was ich halt haben wollte. Ich wollte 1% Risiko haben, wenn der Stop hier oben liegt. Und genau das ist hier an der Stelle genauso passiert. Man sieht es auch nochmal hier, wird es ja auch angezeigt bei Risk Reward. Ja, 1,1%. Hier steht es drin, 1,1 und beim Take Profit dann genauso. Und da steht halt hier 1,17. Also je nachdem, wo ich den hinsetze, wird es hier immer alles entsprechend angezeigt. Okay. So, also tatsächlich übersehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das kennen viele gar nicht so. Diese Funktionen, ja, ist natürlich extrem hilfreich, wenn man halt prozentual sich da vorwärts bewegen will oder auch rückwärts, machen ja auch manche. Und dann kann man das halt hier extrem genau skalieren. Übrigens ein Riesenvorteil für CFD ist ganz klar, ja, dass man das genau so machen kann, weil um sowas zum Beispiel halt jetzt mit einem Future zu machen oder mit, was weiß ich, K.O.-Scheinen oder so, rechnet man sich ja zu Tode, also mit K.O.-Scheinen rechnet man sich zu Tode, um überhaupt mal wissen, was brauche ich denn da jetzt überhaupt, wo ist mein Kurs, wie rechne ich den jetzt in Stop-Loss um, ja, absolute Katastrophe. Und beim Future habe ich natürlich das Problem, dass ich dort halt eine feste Kontraktgröße habe, das heißt, dort habe ich zum Beispiel im Dow immer 5 Euro oder 5 Dollar pro Punkt und kann da auch nichts dran drehen. Wenn ich jetzt natürlich ein Konto habe von 1 Million, dann kann das schon, ja, kann man das schon ungefähr darstellen. Aber wenn ich ein Konto habe, irgendwie mit 10.000 Euro oder 5.000 oder 20, kriege ich das nie so genau dargestellt, prozentual,
wie das mit CFDs machbar ist. Also finde ich immer halt immer das Riesenargument für CFDs, die komplett freie Skalierung oder fast komplett freie Skalierung von der Positionsgröße, weil den Markt interessiert ja nicht, was ich auf dem Konto habe. Den Markt interessiert, wo ist das hoch? Und mein Konto muss ich drauf einstellen. Und da kommen dann eben auch, wenn man das nicht machen kann, dann auch mal Sachen bei raus, die man eigentlich so gar nicht handeln dürfte, sollte oder nicht zum Risikomanagement passen. Also finde ich, wie gesagt, ganz extrem wichtiger Vorteil von CFDs. Hebelbeschränkung hin oder her. Aber immer noch was von keinem anderen Handelsinstrument zu schlagen ist in dem Punkt. Okay. Limit Pullback fragt gerade JD. Was ist das denn für ein Name? JD. Die Einstellungen, also hier mit dem Limit Pullback Wert, wie ich es vorhin ja gezeigt habe. Also 1,0 für ein DAO, glaube ich, ein bisschen knapp. Also da ist irgendwie, sind zwei Punkte, macht das schon mehr Sinn. Beim DAX ist es tatsächlich 1, der halt irgendwie so der Standardwert ist, mit dem ich halt gut klarkomme. Beim Euro ist es eher 0,5, weil er da auch die ATR, also die durchschnittliche Handelsspanne, auch ein bisschen geringer ist. Und bei Gold ist es deutlich mehr, weil die Punkteberechnung da eine andere ist. Also für Gold kann ich nicht wirklich sagen. Da würde ich aber eher irgendwie tatsächlich auf eine 5 oder sowas halt gehen. Aber beim Euro 0,5, DAX 1,0, Dow Jones 2,0. Ich glaube, das sind Werte, mit denen man ganz gut klarkommen kann. Okay, kann der Default-Wert von 5 im Trailing-Abstand unter Order bearbeitet verändert werden? Fragt der Joey. Ja, habe ich ja gerade gezeigt, ne? Da stand vorher mal 5, das steht doch eigentlich gar nicht mehr da. Also hier bei Order Trail Distance, man kann es ja einfach vorher ändern auch. Das ging vorher nicht, in alten Versionen. Da musste man immer erst die Trailing Art auswählen und hat es dann geändert, aber jetzt kann man auch genauso gut vorher da halt einen Wert einstellen. Ja, also jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt die Order, sagt da 20 und dann halt irgendwie wähle dann hier irgendwas aus und dann passt er das entsprechend an. Kannst natürlich auch hier, sieht man dann auch, runterschrauben. Ja. Also für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, ich kann nicht nur den Stop trailen, ich kann jede einzelne Order trailen. Ja. Und das sind die Werte, die ich hier unten gerade verändere. Kann auch genauso gut jetzt direkt dranhängen. Wir haben es hier zum Beispiel im Straight. Ja. Das heißt, sobald der sich jetzt hier runter bewegt, zieht die Order halt direkt mit. Ich kann es nach Kerzen machen, nach Moving Average, nach Anzahl Perioden, alles Mögliche, was halt auch für den Trading Stop gilt, ist entsprechend auch hier für Orders möglich. Ja? Das sind die Werte, an denen ich hier gerade rumschraube. So, dann nochmal der Frank. Aktiv-Passiv-Chart. Ja, die Frage kommt irgendwie immer wieder. Ich habe zwei Charts, in dem einen kann ich was machen, in dem anderen halt nicht. Das liegt meistens daran, dass ich einen aktiven und einen passiven habe. So, wenn ich jetzt hier den Dow Jones als Beispiel nochmal aufmache, habe den jetzt hier zweimal, kann ich auf der rechten Seite nichts machen, kann zwar klicken, passiert aber nichts und habe auch irgendwie kaum was hier in der Anzeige. Und das liegt daran, weil der passiv ist und der aktiv. Die würden sich ja sonst ins Gehege kommen. Und um Chart aktiv zu schalten, Setup und dann halt hier wechseln, dann wird der auf passiv geschaltet und der ist dann jetzt plötzlich aktiv. So, mitten im Trade, aber nicht unbedingt eine gute Idee. Ja, hat es ja auch gerade gezeigt, weil hier irgendwelche Einstellungen jetzt dazu geführt haben, dass es halt, dass der Trade hier aufgelöst wurde. Das sollte man also eher machen, wenn kein Trade auf ist. Ja, also so kann man das umschalten oder entsprechend auch hier mit Shift-Click geht es übrigens genauso. Muss ich nicht ins Setup, sondern mache es direkt mit Shift-Click. Kann ich auch hier beide auf passiv schalten. Ja, also damit hängt es eigentlich fast immer zusammen, wenn man so ein Phänomen halt hat. So, der Johann, bei mir steht Slippage minus 119.000. Das klingt aber sehr nach einer alten Version, beziehungsweise nach Statistik, die irgendwie mit der ersten Release von der 2.0 gekommen ist. Da würde ich mal auf Reset gehen. Ja, also wenn hier in der Slippage irgendwas Komisches drinsteht,
Das wird ja immer nur für die Session gewertet und die Session kann ich ja jederzeit resetten. Das würde ich mal machen, Johann, und das dann mal im Auge behalten. So, Passwort für den Stereo, fragt der Lutz, welches Passwort? So, dann fragt nochmal der Andreas, empfiehlt er eigentlich MT4 oder MT5? Ich glaube, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also ich behaupte, ich weiß es nicht wirklich, aber ich glaube, die Hälfte ist tatsächlich auf dem MT5 und die anderen auf dem MT4. Also ich persönlich bin, aber glaube ich dann eher auch aus Gewohnheit eher auf dem MT4, aber ich glaube, das tut sich eigentlich nichts großartig. So. Dann haben wir hier noch irgendwas. Wir haben jetzt nämlich schon gleich 7 Uhr. So, demnächst 2 Stunden Helpdesk-Webinar machen. Ich wollte eigentlich um 10 vor 7 raus, schaffe ich nur leider nicht mehr, aber okay. Dann muss ich das morgen früh machen. Der Oliver sagt hier, der Stereo-Trader funktioniert nicht mit zahlreichen Indikatoren von Drittherstellern. Sollte eigentlich schon, ja. Also es sei denn, die greifen da halt in irgendeiner komischen Art und Weise in den Chart ein, was sie halt nicht sollen. Und da kann ich wenig zu sagen. Also ich benutze ja selber teilweise von Dritten auch wirklich komplexere Sachen und die funktionieren. Und aber nicht alles, was es da draußen gibt, gerade speziell im MT4-Bereich, ist auch irgendwie vernünftig programmiert. Also ich kann halt nur sagen, wenn da halt irgendwas nicht funktioniert, sollte man nicht gleich die Schuld beim Stereo-Trader suchen, weil der ist 100% MQL5 konform. Das sind die meisten Tools aber nicht. Und da würde ich dann schon mal irgendwie dort auch mal anklopfen und mal fragen, was denn da passiert. Aber wie gesagt, ich nutze selber halt auch teilweise Sachen von Dritten, habe da eigentlich überhaupt keine Probleme bisher noch mit gehabt. Aber Oliver, da kannst du mir gerne mal irgendwie Beispiele auch im Support da mal schicken, dass ich mir das mal angucken kann. So. Ja. Dann nochmal der Erik. Wenn da steht Invalid or No License Code, dann ist das wahrscheinlich auch so. Ja. Also Lizenz muss man natürlich haben, wenn man das live handeln will. Oder auch, wenn man bei einem anderen Broker ist, als bei FX Flat und auf dem Demo, braucht man auch eine Lizenz. Und das heißt, da bitte für die Lizenz an FX Flat dann wenden. So, die Tanja war das, ne? Genau, mit der Limit Protect. Ja, bitteschön. Aber gerne doch. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Take Profit oder Trading Begin BE immer auf 10 Punkte nachgeführt wird? Der Trading Begin oder BE immer auf 10 Punkte nachgeführt wird. Das macht er eigentlich eh. Das hatten wir auch, glaube ich, im letzten Help des Webinar. Das sollte aber eigentlich so sein, Horst. Ja, also das heißt, der Trailing Begin, wenn ich halt mehrere Positionen irgendwo eingegangen bin, der ist immer relativ zum Break-Even. Und das heißt, sollte da auch, wenn man den auf 10 Punkten stellt, auch dann entsprechend mitwandern. Der Take Profit nicht. Nein, Take Profit und Stop Loss sind immer absolut. Das hatten wir aber wirklich auch das letzte Mal schon. Da vielleicht nochmal auch in das Webinar reingucken. Genau, der Priax Trail, das fragt der Oleg. Genau. Ich halte das mal ganz kurz on hold. Mal gucken, ob hier noch irgendwas zu den anderen Themen drin war. Farben von Linien verändern. Auch schon ein paar Mal gehabt. Hier ins normale Setup. Da kann man alle möglichen Farben von allen möglichen Linien ändern. Die Linienstärke kann man nicht ändern, nur die Farbe. Der Horst gefragt. So, ist im Prinzip der Handel mit Futures, Buy Stop, genau, ja, richtig, erkannt. So. Maximal Tages-Wochenverlust. Nein, sind aber alles Sachen, die sind
auf der Uhr für die Zukunft. So, ich mache das hier mal im Schnellverfahren. Mal gucken, wer irgendwas überschneidet. Was ist denn, wenn je Chart eine Order aufgemacht wird? Fragt der Frank. Also hier jetzt gemeint auf die passiven Charts kannst du ja gar nicht, ja? Du kannst hier keine, im passiven Chart kann ich keine Order aufmachen. Weil, wie gesagt, es würde sich ins Gehege kommen. Wenn du aber den Dow Jones zweimal handeln willst, zum Beispiel hier einmal im 15-Minuten-Chart und auf der anderen Seite im Minuten-Chart, sei es Long oder Short, kannst du das auch. Da musst du aber halt eine andere Strategie hinterlegen, beziehungsweise einen Namen halt. Und das kannst du einfach hier, Setup, Strategie und dann nehmen wir die S2. So. Und wenn die jetzt einen anderen Namen hat, dann siehst du das erstmal daran, steht hier im Titel mit dabei. Ja, steht auch hier im Pool mit dabei. Und wenn ich dann hier zum Beispiel long bin und hier auch, ja, oder hier noch Orders habe, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja, da kann ich auch hier irgendwie, wenn ich es halt drehe, kann auch Short gehen, völlig egal. Das ist Strategie 1, das ist Strategie 2 und wird auch statistisch komplett getrennt voneinander erfasst. Ja, das hat auch das eine mit dem anderen hier auch nichts zu tun. Ja, ganz wichtig. Aber wie gesagt, mit unterschiedlichen Strategienamen. Und dann kommt sich, ohnehin kann sich nichts ins Gehege kommen, aber mit unterschiedlichen Strategienamen kann man es aber auch so machen, dass man halt zwei Sachen gleichzeitig handelt oder auch zehn. Also das ist von der Anzahl nicht begrenzt. Ja, genauso, wenn ich jetzt hier flat bin oder wie auch immer, passiert da halt auch nichts. Ja. Weil das halt eben jetzt einfach nur eine andere Strategie ist, ein anderer Strategiename. Sobald ich den gleichen Strategienamen habe, ja, jetzt hier nochmal auf Known gehe und dann wird er automatisch passiv. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Nein, wird er nicht, sollte er aber werden, das ist gut zu wissen. Schön, wenn man immer sowas sieht, dann auch mal beim Vorführen. Sollte sich natürlich darauf passiv sofort schalten, wenn man es zurückschaltet. Wenn ich den Chart neu aufmache, passiert es. Aber hier war tatsächlich jetzt ein kleiner Bug. Aber gut zu wissen. Ja, aber vom Prinzip her, denke ich mal, ist das ja soweit verstanden. Ja, das heißt, wenn ich einen passiven habe, gleicher Strategiename, und hier würde es jetzt zum Beispiel halt nicht mehr gehen, da ist jetzt halt erkannt. Ja, das heißt, immer nur einer ist aktiv und einer passiv. Alright. Okay, kann man Trading auch nach den MAs? Klar, geht natürlich genauso. Moving Average, wenn man hier eine Order so trailen will, ist ja natürlich auch genauso drin. Also hier Trade Order steht ja jetzt SMA 50 zum Beispiel auch zufälligerweise drin, aber kann man ja im Setup ohnehin auch einstellen, so wie man es braucht. Wie komme ich in das Stereo Trader Setup, fragt der Heinz, indem du auf das Logo klickst. Ah, kommt dann alles, was das Herz begehrt und was man umstellen kann. Und hier sind auch zum Beispiel ja, die Moving Averages, kann man hier einstellen, die verschiedenen Perioden, die man haben möchte. Und so weiter und so fort. Das schaffen wir heute irgendwie alles gar nicht, habe ich das Gefühl. Was da noch an Fragen drin ist, ist es möglich, den StereoTrader auf zwei PC zu installieren mit einer Lizenz? Ja. Kein Problem. Sollten nur dann halt irgendwie auch die Konten von der gleichen Person sein, weil das wird irgendwann, fällt es auf, sollte man nicht machen. Lizenzen an andere weitergeben. Aber gut, wenn man die Lizenz, wie jetzt hier die meisten ja auch haben dürfen, über FX-Flat, funktioniert es eh nicht, dann muss das Konto ja dafür freigegeben werden. Aber auch wenn man eine andere Lizenz hat, das wird natürlich. Wird es auch sporadisch getrackt und wenn dann eine Lizenz irgendwie zehnmal auftaucht und dann funktioniert die Lizenz dann auch ganz schnell gar nicht mehr. Okay. Genau, der Pryx Trail. So, jetzt haben wir den ja noch. Alles andere sollten wir eigentlich gleich haben. Also ganz kurz noch zum Uwe, finde das Buy Risk nicht mehr. Setup, Layout, Quick Size Buttons, das sind die Dinger hier. Schnelle Positionsgrößen. Knöpfe zu Deutsch. Quick Size Buttons auf Buy Risk stellen und dann kommt das. Ja. Okay.
Ja, der Tanja, der wünsche ich auch einen schönen Feierabend. Dankeschön. So, jetzt nehmen wir endlich mal den Priax Trail. Den werde ich hier nur nicht großartig vorführen können, fürchte ich. Ich versuche es aber mal hier zum Abschluss von der ganzen Geschichte. Ich glaube, alles andere haben wir dann auch jetzt auch soweit durch. Außer jetzt, Andreas, ne, die Frage aus dem, die du mir noch geschickt hast, die haben wir jetzt noch gar nicht. Ich versuche sie aber auch noch unterzukriegen, weil es kann sein, dass der Priax Trail hier mir ein bisschen Zeit verschlingt und dann kann ich die vielleicht dazwischen packen. Ich habe mir sie auf jeden Fall notiert und werde es gleich mal aufgreifen, betrifft die strategische Order. So, jetzt aber eins nach dem anderen. Ich mache jetzt hier zuallererst mal den, wo ist er? Trace as LTP erstmal rein. So, das heißt, der zieht mir meine Spur vom Trailing Stop. So, die Frage war jetzt, wie funktioniert der Priax Trail? Der ist nämlich für meine Begriffe wirklich der Beste, der damit an Bord ist. Jetzt vielleicht nicht im 1-Minuten-Chart, wobei der da auch teilweise gerade im DAO gut funktioniert, aber sobald es ein bisschen größer wird von der Zeiteinheit, macht er echt einen guten Job. Und bei Gold kriegt man damit immer auch regelmäßig eine Weltreise hin. Und aber im Dow Jones wohl auch in kleineren Zeiteinheiten. Und zwar der Priax Trail, das ist das Ding hier, ja, steht für Price Action. Den Rest weiß ich schon gar nicht, wofür der war. Aber auf jeden Fall richtet sich das Ding nach Markttechnik und nach Außenstäben. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verfolge den 1 Minuten, ja, sieht man hier sogar jetzt gerade schon eine Reaktion. Warum hängt der DAO jetzt da? Aus einem einfachen Grund, weil da halt ein Algo dahinter ist, der das genauso sieht, wie der Stereo-Trader das gleich sehen wird. So, wir haben hier nämlich einen kleinen Außenstab auf 1 Minute. Ja, den haben wir immer noch, weil hier ist Long, da ist zwar Short, ist zwar tiefer, aber wir hängen immer noch komplett. Ich weiß nur nicht, ob ich so schnell zeichnen kann, wie der DAO sich bewegt, aber ich versuche es mal. So, und zwar haben wir hier, also ein bisschen dünn, ich hoffe, man kann es erkennen, das ist der Außenstab. So, hier Long. So, und wie man sieht, da klemmt er genau an der Stelle, weil das ein Außenstab ist. Weil es ist tatsächlich so, ja, da hängen Algorithmen hinter, die genau nach dem gleichen Prinzip halt verfahren. Und das ist wiederum halt innerhalb von dem Außenstab jetzt hier. Aber jetzt, wir konzentrieren jetzt nur mal auf den hier. Und mal angenommen, ich sage jetzt, ich folge dem Außenstab, dem nächsten. Ja, jetzt dem hier würde ich jetzt mal lassen, ja, weil der ist long. Deswegen geht er da nicht drunter. Sobald ich aber, man sieht ja halt, wie akkurat das hier halt wirklich abläuft. Ja. Und ich gucke jetzt mal, was als nächstes passiert. Und dann versuche ich da mal einen Trade draus zu machen. Nur nach dieser Priax-Logik. Und der kann den nämlich dann auch genauso verfolgen. Ich hoffe, der läuft dann auch ein paar Meter, damit man das auch mal ganz deutlich sieht, wie das Ganze funktioniert und ich es nicht nur in der Theorie erklären muss. Ja, aber wie man halt hier sieht, das ist auch das, was ich in den NFP-Webinaren schon gefühlte 100 Mal auch erklärt habe. Kontext ist der Grund, warum zum Beispiel das jetzt hier nicht nach unten durchgeht oder umgekehrt im Short-Kontext, warum es nicht nach oben geht. Also, Außenstab, wem das nichts sagt, Michael Vogt, das große Buch der Markttechnik, mal unbedingt lesen. Ist zwar jetzt hier nur auf 1 Minute, ja, aber die Algos, die funktionieren tatsächlich halt einfach auch in den kleinen Timeframes danach. So, das hier ist ein Außenstab, das heißt höher geschlossen, sogar ein tieferes Tief, höheres Hoch und höheres höher geschlossen als der davor, der wiederum ein Innenstab war. Und deswegen hängt das Ding jetzt daran. Das ist ein kleiner Außenstab. Das hier, Innenstab. Das heißt, wir sind hier einfach nur, ich nenne es jetzt nochmal Kontext, hier in der Aufwärtsbewegung. Und deswegen zieht es auch nach oben. So, und der Priax Trail, mal angenommen, ich wäre jetzt hier long gegangen. Ja, ich habe es jetzt aber nicht gemacht. Der würde nämlich jetzt genau diesen Kasten erkennen. Und dem kann ich sagen, pass mal auf, Distanz irgendwie 1. Das wäre dann ein Punkt unter diesem Kasten dann sozusagen. Ja, ist natürlich ein bisschen knapp. Und immer wenn ein neuer Kasten entsteht, häng dich halt runter. So, jetzt geht er oben raus. Wir gehen jetzt hier mal einfach long. Und ich schalte den Trail mal sofort ein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er hier wirklich läuft. Ja. Aber wir werden sehen. So, der Trail, der darf sofort anfangen. Also
war jetzt wahrscheinlich zu früh, weil es ist ja noch kein Außenstab. Ja, es ist immer noch, wir hängen ja immer noch da mittendrin. Zweifelsfall drehe ich das Ding dann halt gleich. Falls er unten rausgehen sollte, da versuchen wir die andere Richtung zu verfolgen. Aber wir schließen ja auch immer wieder drin hier. Und richtig wäre jetzt natürlich gewesen zu warten, bis wir hier raus sind. Aber hätte ja auch sein können, dass jetzt hier einfach mal losläuft und uns mal kurz den Gefallen tut. Wenn nicht, ist nicht schlimm, dann suchen wir uns gleich einen neuen. Aber wie man sieht, ja, das ist tatsächlich der Kontext. Eine kleine Range bildet sich so und es wird halt gehalten auf Biegen und Brechen halt, ja, solange wie es irgendwie geht. Und genau das ist eben das, was der Pryx halt eben auch erkennen kann automatisch und danach dann trailt. So, jetzt ist der natürlich jetzt hier mit einem Punkt, ist natürlich Quatsch, beziehungsweise der hat jetzt halt eh an der falschen, Quatsch, ich habe ihn ja gar nicht eingeschaltet. Aber mal eins nach dem anderen. Guck jetzt erstmal das Ding hier irgendwie überhaupt zum Laufen kriegen. Ich setze den erstmal schon weg. Gut, macht jetzt nichts. Schon wieder drin geschlossen. So, ich gehe mal long. Bin ja jetzt unten. So, fangen wir sofort an zu trailen. Das ist ein bisschen knapp. Moment. Ich mache das mal anders. Kann ich das nämlich auch kurz erklären. Ich mache hier mal minus 0,5. So, da werden jetzt natürlich einige sagen, wie minus, so sofort ausgestoppt. Nein, minus 0,5 bedeutet, komm jetzt, lass mich hier kurz am Leben, damit ich es wenigstens erklären kann. Minus 0,5 bedeutet, 50% von diesem Außenstab, tiefer sitzt der Stop-Loss. Ja, genauso bei minus 1, ist halt die gesamte Höhe, also Punktehöhe sozusagen, ein komischer Begriff, also die gesamte Range mal 1. Deswegen, also der Minuswert heißt, bezieht sich relativ auf den Außenstab selber. Das hier ist der letzte, der erkannt wurde, long. So, minus 1 bedeutet ja einmal diese Range nach unten. So, und genauso kann ich dann halt hier auch sagen, mach doch minus 0,7. Ja, warum minus 0,7? Weil es natürlich die, die Fibonacci Extension dann halt umfasst. Ja, das heißt, die ist ja halt bei 0,6 irgendwas, 0,618. Ist es 0,618? Ich bringe die immer durcheinander. Aber auf jeden Fall hätte ich die dann halt damit abgedeckt. Ich versuche das mal zu zeigen. Das ist natürlich, wie gesagt, eine Minute ist natürlich schon heftig eng. Aber mal gucken, ob es so passt. So, minus 0,618. So, und da hängt er jetzt halt mit 0,7 natürlich dann drunter. Es kann natürlich jetzt hier sein, dass jetzt ein anderer erkannt wurde an der Stelle, ein anderer Außenstab. Aber wir werden dann gleich sehen, falls sich das Ding bewegt, dass das halt schon genau passt. Weil ich habe den jetzt ja hier manuell aktiviert und der sucht dann natürlich einfach den letzten und nicht unbedingt im Kontext zurück. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er sich bewegt. Ich weiß auch jetzt nicht, ob man das so versteht, wie ich das jetzt hier erklärt habe. Es ist hier mein Fibo. Ja. Mach mal weg. So. Jetzt schließen wir hier, wie es aussieht, aber drunter. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den ja dann wenigstens zum Laufen. So, der sieht irgendwie vielversprechender aus, ist aber auch. Und das kann hier schon gereicht haben, ja, auch wenn wir hier nur auf einer Minute sind, weil das hier hat er drunter geschlossen, ja, unter dem Außenstab. Das war womöglich schon der Trigger, warum jetzt halt, warum es auch hier gleich runter geht. Ich gehe den jetzt einfach mal ein. So, der wird ja jetzt hoffentlich nicht irgendwie in 15 Sekunden nochmal komplett hochrennen. Und wie gesagt, ich kann halt hier nur leider hoffen, dass wir da halt mal sehen, wie das Ding läuft. So, Tech Profit war natürlich weg. Aber auf die Art und Weise hatte ich ja halt auch in letzter Zeit, der ist natürlich jetzt zu nah dran, in letzter Zeit öfters auch in der Gruppe mal Trades gezeigt, die ich nach der Logik dann auch die Trades eingegangen bin, ja, wo ich halt nur gesehen habe, okay, hier Außenstab, eine Minute unterboten, zack, Short. Und dann direkt den Pryx angeworfen. Und der kann dann loslaufen. So, jetzt hat er es aber richtig berechnet. Das hier ist jetzt die 0, der Stop-Loss. Hängt also 0,7 mal diese Range, hängt er sich jetzt halt dahinter. Und mit jeder Minutenkerze, die ein neuer Außenstab wird, ja, das heißt, ich brauche einen tieferen Schlusskurs jetzt hier, und ein tieferes Low und dann erkennt er das als nächsten Außenstab und das ist dann halt die Referenz für den Trailing Stop. Kann schon sein, dass es funktioniert.
Muss mal gucken. Ich würde es jetzt erstmal hier nebenbei laufen lassen und mal gucken, wie weit wir kommen. So, wie man sieht, ja, jetzt hier direkt einmal nachgezogen. Da oben die Biege ist, wo ich den vorhin manuell gesetzt habe, aber hat jetzt direkt schon einmal hier nachgezogen. Und man wird auch gleich sehen, ich hoffe es, ja, es sind natürlich nicht immer alles gleich im Markt, aber wenn da halt die üblichen Algos da dahinter sind, und dann wird man das gleich sehen, dass es halt auch tatsächlich respektiert wird entsprechend. So, jetzt versuche ich aber mal noch die andere Frage hier dazwischen zu packen und hoffe, dass der DAU hier einfach mal ein paar Minuten läuft. Und dann kann man das nämlich nachher auch im fertigen Trade dann auch nochmal schön erklären. So, nämlich die Frage war, er möchte gerne mehrere Pending Orders als Sell Limit aufgeben. Sobald eine Take Profit von einer dieser Order ausgelöst ist, soll diese Take Profit auf einer anderen angewendet werden. Hä? Welche strategische Order? Das war die Frage, ne, Andreas, von dem anderen Kunden. Also die Frage ist, der Kunde möchte gerne mehrere Pending Orders als Sell Limit aufgeben. Sobald ein Take Profit von einer dieser Orders ausgelöst wird, soll dieser Take Profit auf alle anderen Orders übertragen werden. Das geht gar nicht, weil der Take Profit ist ja immer im Stereo Future Modus als auch im Stereo Hedge Modus. Der bezieht sich ja immer auf die auf den akkumulierten Break-Even. Und von daher gibt es ja auch keine einzelnen Take Profits. Das heißt, das geht in dieser Form nicht. Und das hat mit der strategischen Order auch wenig zu tun, beziehungsweise ist so nicht darstellbar und müsste man tatsächlich individuell programmieren. Ja. Also es ist ein bisschen schade, dass er nicht da ist. Sonst hätte er natürlich dann auch darauf eingehen können. Also der Kunde bzw. Anwender ist ja nicht dabei, hat aber darum gebeten, dass wir die Frage besprechen. Also tut mir leid, dass wir da jetzt nicht näher drauf eingehen können, beziehungsweise ich tue es ja gerade, aber vielleicht liegt da einfach ein Verständnisproblem vor. So, dann komme ich mal nochmal hier kurz zurück. Also hier sieht man es jetzt auch wieder. Wir haben da unten einen neuen Außenstab. Das muss jetzt keine Weltreise hier werden, ne? Das ist halt klar. So, aber wir sehen, wir haben hier einen Außenstab wieder. Und man sieht auch ganz deutlich, wo es klemmt. Ja, nämlich genau da schon wieder. Und klar, wir sind jetzt hier auf einer Minute, aber nichtsdestotrotz, manchmal ist es so, dass man da halt irgendwie ganz locker dann irgendwie 20, 30 Punkte mitnehmen kann nach genau diesem Prinzip. Nur muss er jetzt natürlich ein paar neue Außenstäbe bauen, weil es waren jetzt nur drei in Folge, der erste, der zweite und der dritte. Und wie man sieht, der Trading Stop, ja, hat sich jetzt hier an den hier drangehangen. Das ist der letzte Außenstab. Der Trading Stop, wie es hier eingestellt ist, minus 0,7, ja, mal die Range sitzt der oben drüber. Und solange wenn das jetzt nach oben verlassen wird, ja, dieses 0,7, das ist jetzt einfach nur, um dem ein bisschen Spielraum zu geben. Ja, also innerhalb von einer Fibonacci Extension kann der jetzt halt hier nach oben halt spiken. Und das wäre nicht schlimm, er muss halt nur hier drunter schließen. Ja. Wobei der jetzt aber auch nicht schließt, wenn jetzt halt die Range nach oben verlassen wird, sondern trailt halt einfach nur hinterher. Wäre aber eigentlich auch eine Idee, dass er das machen dürfte. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber entscheidend ist ja halt, ja, was ich hier erzähle, man sieht ja, dass das kein Quatsch ist. Ja. Das sind ja wirklich halt, daher kommt es ja auch, solche Trading Stops, weil ich halt einfach beobachtet habe, dass verschiedene Algorithmen einfach genau danach halt arbeiten. Und auch zum Beispiel der Heiko Behrendt hat in seinen Webinaren auch schon ganz oft auch bestätigt und gesagt, dass halt der Dow Jones ist halt wirklich halt einfach schon deutlich halt respektiert wird, also die Hochs und Tiefs auch von den 1-Minuten-Kerzen, wenn man Trendbewegungen hat. Und man sieht ja hier wirklich überdeutlich, wo sich das Ganze abspielt. Ja, wir stecken hier einfach nur mittendrin. Das ist der letzte Kontext hier auf 1 Minute und da klemmt das Ding fest. So, und so kann man halt wirklich sauber solche Bewegungen halt verfolgen. Es geht natürlich genauso auf 1 Stunde. Es geht eigentlich viel besser auf 1 Stunde als auf 1 Minute. Aber so kann man genau verfolgen oder auch sehr gut auch Entries auch finden. Ja? Wo ich zum Beispiel sage, ja, ich suche nach Long. Dann gehe ich aber nicht Long,
bevor nicht hier zumindest irgendwie auf einer Minute der letzte Außenstab irgendwie nach oben beantwortet wurde. Vorher brauche ich gar nicht long zu gehen, weil nämlich halt hier, da passiert nichts. Ja, weil wenn da halt Algos da drin hängen, die halt eine gewisse Aufgabe oder beziehungsweise gewisse Pakete und Orders da halt abzuarbeiten haben, die machen das nach dem Prinzip. Ich brauche da nicht long zu gehen, es lohnt sich nicht. Und nicht bevor das halt irgendwie halt gekillt ist. Und so hat man halt auch schon, das heißt ganz oft, ein paar Mal habe ich schon gezeigt, dass ich halt einfach einen sauberen Exit hier bekomme. Das heißt, wenn der jetzt nach oben hier der Stop-Loss getroffen wird, da kann ich auch in ganz vielen Fällen davon ausgehen, das ist okay so, ja, da kommt erstmal kein neues Tief, sondern da kommt jetzt erstmal wieder was nach oben, und bevor es dann halt weiter runter geht. Und das ist ja auch das, was ich immer sage zu den Trading Stops überhaupt, auch der PLH Peak, das hat eine Verlässlichkeit, die liegt meines Erachtens über 70%. Ja, also das heißt, solange das jetzt auch hier nicht passiert, aber nochmal, wir sind hier auf einer Minute, ja, aber solange das hier nicht passiert, geht das Ding zu 70% auch nicht long, ja, dann brauche ich auch hier gar keinen Trade einzugehen. Und hier sieht man es jetzt ja auch schön, ja, wird nochmal nachgezogen, wir haben hier einen neuen Außenstab jetzt, ein Stück tiefer, das ist ein bisschen hier mit dem zart rosa, ist vielleicht nicht so, aber okay, ich denke, zum Demonstrieren reicht. So, das ist der letzte Außenstab hier unten, er hat Spielraum jetzt hier oben im Rahmen von der FIBO, und wenn er den jetzt kickt, ist das völlig in Ordnung. So, der ist jetzt raus. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass halt in den meisten Fällen, jetzt kann ich anfangen, über Long nachzudenken. Vor allen Dingen, wenn er jetzt hier oben halt auch hier drüber schließt. So, dann weiß ich, okay, welcher Algo auch immer hier dahinter steckt, da kommt jetzt erstmal wahrscheinlich nichts nach. Ja, und sondern es könnte jetzt nochmal versuchen, hier an der Stelle nochmal hochzulaufen. So, entscheidend ist jetzt aber trotz allem der Schlusskurs, den sollte man dann abwarten. Aber wie gesagt, das ist hier nur die Einstellung für den Spielraum. Aber hier sieht man, setzt jetzt auf der Range auf der alten. So, würde ich mal eiskalt hier long gehen. So, habe hier erstmal ein paar Punkte mitgenommen. So, jetzt haben wir hier natürlich das Gleiche. Ne? Das heißt, ob man jetzt hier long gehen muss, ist nochmal die andere Frage. Aber hier das gleiche Spiel. Außenstab, long. Der ist natürlich jetzt ein bisschen long, der Longstab hier. Ein bisschen lang geraten. Aber macht ja nichts. Und höchstwahrscheinlich ist es dann so, dass der entsprechend genauso respektiert wird wie vorher die anderen. Und hier habe ich jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal eine Chance. Ja, 100% gibt es nicht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ist ganz klar. Kann auch jetzt sein, dass es irgendeiner manuell daherkommt und das Ding dann halt eben nach unten drückt. Ja, dann ist es halt so, weil es gibt ja auch noch andere Händler am Markt, als jetzt nur irgendwelche Algos. Und da ist halt einfach jemand ein großes Päckchen manuell abverkaufen, dann geht es halt auch unten durch. Ja. Aber im Allgemeinen ist es halt wirklich so schon ganz gut als Indiz und als Maßstab. Aber ich denke, jetzt hat man es hier zumindest mal recht deutlich gesehen, ja, wie dieser Trailing Stop halt funktioniert. Wie man dann den Abstand einstellt, da muss man halt tatsächlich mal ein bisschen mit experimentieren. Aber ich habe halt oft beobachtet bei minus 0,7, also wie gesagt, dann habe ich halt die Möglichkeit, dass der sich halt im Rahmen von der Fibonacci Extension halt da ausdehnen kann und dann eben auch ganz oft wieder drin schließt. Aber so wird man nicht direkt beim ersten Spike in die falsche Richtung dann halt ausgestopft. So, und hier müsste es jetzt eigentlich so sein, ja, wir sind jetzt genau hier an der Unterkante, das wäre eigentlich der Entry, ja, der halt wirklich am risikoärmsten natürlich ist. Und dann werden wir mal gucken, was da passiert. Ja, sieht man, direkt wieder 3 Punkte hoch. Wenn man scalpen will, ja, das ist natürlich Premium, ja, und extrem risikoarm, sowas dann halt auch zu handeln. Also, wie gesagt, wenn ich scalpen wollte, hier mit 3, 4 Punkten, raus und fertig. Unten rein nach Möglichkeit und dann ist gut. Ja, wie gesagt, 1 Minute kann natürlich jetzt noch auch nochmal dann nach unten sich umdrehen, dann dreht man halt nochmal nach Short. Also, solange wir hier nicht seitwärts sind, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das kann man wirklich so machen. Ich habe das letztens echt ganz oft mal so gemacht und auch ja den einen oder anderen Screenshot hintereinander gepostet. Aber das ist halt wirklich auch so eine Herangehensweise, wie ich finde, wenn man im DAO Intraday handelt, sollte man echt darauf gucken, bevor man irgendwie auf die Idee kommt, long zu gehen. Wie zum Beispiel hier oben, ja, das letzte Tief, ach, da gehe ich mal long. So, ja, dann fällt der DAO halt mal 20 Punkte durch. Ne? Das interessiert den halt dann auch nicht an der Stelle, wenn man keine entsprechenden Reaktionen hat. Hätte man aber so ein Bild dort gehabt,
dann hätte man hier oder auch in der Mitte ganz problemlos reingehen können. Und hier habe ich jetzt, sehe jetzt hier erst auch sonst nichts, ich habe ja keine Indikation an, aber trotzdem sieht man auch hier ganz klar und deutlich, dass wir jetzt schon wieder das gleiche Ding haben wie vorhin in die andere Richtung. Wir hängen in der letzten Aufwärtsbewegung jetzt erstmal drin. So, verstanden mit dem Priax Trail. Der Oleg fragt noch, was ist dann plus 1, plus 2 als Abstand? Ja, ganz einfach Punkteabstand. Ne? Die negativen Werte, also die sind ja nicht negativ. Ja? Das Minus bedeutet ja nur, Achtung, Stereo Trader, du sollst hier nicht minus 0,7, sondern du sollst das 0,7-fache der Range ansetzen. Ich kann aber natürlich genauso gut sagen, setze meinen Trading Stop dann halt irgendwie einen Punkt unter den letzten Außenstab. Ja, das wäre dann halt positiv wert. Oder hier zwei Punkte dann halt drunter. So, dann hängt er einfach zwei Punkte unter dem letzten erkannten Außenstab drunter. Das wäre dann der hier. Ja, das ist halt ganz normal, sind das halt die positiven Werte. Oder auch Null. Ja, dann sieht man es vielleicht ein bisschen deutlicher. Das war der Außenstab. Da hängt er sich genau mit Null Punkt drunter. Ja. Aber wie man sieht, also ich finde es halt immer wieder, eigentlich darf man das gar nicht so laut rausposaunen, ja, weil das ist ja halt, man kann daraus eine komplette Strategie auch aufbauen. Und eigentlich könnte man die sogar voll automatisieren, weil man sieht ja, es funktioniert ja. Und auch wenn das jetzt hier nicht die große Weltreise war, aber das ist zwar sauber, ja. Und der Exit auch an der Stelle, wo waren wir denn hier? Hier sind wir rausgeflogen. Wir hatten zwar jetzt noch kein neues Hoch, ja, aber tiefer ging es erstmal auch nicht. Und normalerweise müsste es jetzt so sein, dass wir jetzt hier nochmal hochlaufen und dass wir dann auch entsprechend hier den Trail, ja, jetzt haben wir natürlich hier 30 Minuten gleich um, ist kein gutes Timing dafür. Da sollte man ein bisschen drauf achten, dass man nicht in andere Timeframes reingerät. Ja, also hier 30 Minuten ist so ein typischer Impuls im Dow Jones und Stunde halt sowieso. Weil es gibt ja nicht nur den Minutenchart, sondern es gibt ja auch noch andere. Und da kann es natürlich sein, wenn der jetzt halt irgendwie auf Short steht, und das tut er, dass dort natürlich halt genauso halt dann eine Logik einsetzt und sich da halt irgendwelche Algos in die Quere kommen. Also am besten irgendwie dann halt wirklich so mittendrin, innerhalb von irgendwie, was weiß ich, zwischen 19.05 und 19.25 hat man bessere Chancen als irgendwie um die Runde, Stunde oder um eine fertige halbe Stunde. Ja, aber wie gesagt, zum Skypen hier für Strategien auf jeden Fall, ja. Und wenn man im Trend drin ist und hat irgendwo halt, zum Beispiel wären jetzt hier long, sind wir jetzt ja nicht unbedingt, aber wären wir jetzt hier long und hätten irgendwo eine Korrektur, kann man nach genau dem Prinzip dann auch eigentlich abwarten, wo es dann drehen könnte. Und wenn man da halt einen Trigger hat, und dann kriegt man da halt auch meistens einen sehr netten Entry dann auch hin. Und den kann ich auch mit dem Priax wunderbar verfolgen. Und wie gesagt, fängt auf einer Minute an, muss man ein bisschen mit rumspielen. Also ich habe auf einer Minute da wirklich schon ganz nette Strecken hinbekommen. Aber genauso geht es eben auf 5 Minuten, weil wenn ich mir das dort mal angucke, da sieht es natürlich anders aus. Ne? Da haben wir jetzt natürlich hier einen Außenstab Short. So, und das ist natürlich jetzt auch hier so ein bisschen der Haken an der Sache, weil das läuft gegeneinander. Das heißt, man sollte schon gucken, dass man irgendwie in der Trendrichtung drin ist oder zumindest mal in der Impulsrichtung, und dann hat man natürlich da die besseren Karten. Ja, also blind drehen geht eigentlich nur, wenn der Markt auch seitwärts läuft, dann kann ich wirklich auch blind drehen, so wie ich es gerade jetzt ja vorhin gemacht habe. Ne? Und dann läuft es halt auch irgendwie rauf und runter, und das passt dann halt schon. Ne? Nur hier, klar, 15 Minuten, gut, der ist nicht fertig, aber das war ein Außenstab, ganz klar. Und er versucht jetzt hier einen neuen zu machen. Und wenn der unter dem schließt, dann haben wir hier einen neuen Außenstab. Und dann wird der wahrscheinlich auch nach unten fortgesetzt. Und nach 5 Minuten auch Short. Nur auf einer Minute ist es gerade irgendwie jetzt ein bisschen hin und her. Aber hätte ja auch schon gereicht für irgendwie hier. 10 Punkte waren es ja, glaube ich, sogar schon von hier unten bis oben. Ja, okay. Gut. Ich will nicht zu viel verraten. Ihr sollt ja auch selber noch ein bisschen was rausfinden. Aber ist, glaube ich, ein ganz netter Tipp, wie man mit dem Dow da auch umgehen kann. Und wie gesagt, bei Gold hat auch schon der ein oder andere
auch mal erklärt bzw. berichtet, dass man auf Gold wirklich da halt kleine Weltreisen halt wirklich mitbekommt. Also auf Stunde dann halt eben mit dem PRIEX kommt man halt mit Gold scheinbar richtig weit. Also ich bin mit dem Euro, war ich da mal irgendwie im Stundenchart, den er hat auch mal 4 Tage lang, glaube ich, überlebt und bin da auch irgendwie etliche Pip weit gekommen. Und klar, weil er hat natürlich dann die Luft zum Atmen und auch an Stellen, ja, ne, klar, weil das ist jetzt das, was ich gemeint habe, 15 Minuten, neuer Außenstab, zack, weiter geht's. Erstmal. So, jetzt haben wir aber ordentlich überzogen heute, aber dafür ist der PRIEX auch mal erklärt. Und ich hoffe, sind ja fast noch alle da. Und ich hoffe, ich konnte das verständlich alles rüberbringen. Und ansonsten hören, sehen wir uns nächste Mal. Achso, von meiner Seite vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte ja morgen, beziehungsweise bin ja morgen eingetragen als Referent bei den IB Days, kann ich hier noch kurz erwähnen. Ich werde aber zu 99% nicht da sein, weil mir hier halt einfach so viel dazwischen gekommen ist. Auch, also jetzt nicht nur hier halt hier mit der Software, sondern auch noch auf privater Seite, dass ich das wahrscheinlich nicht machen kann. Ich versuche halt eine kleine Aufzeichnung zu machen für morgen, dass da zumindest irgendwas ist. Aber falls da jemand irgendwie sich morgen nach Frankfurt aufmachen möchte, weil ich da halt einen Vortrag halte, ich werde höchstwahrscheinlich bis ziemlich sicher nicht da sein können. Das ist sehr, sehr schade, weil mir das eigentlich auch sehr, sehr wichtig war, das zu machen. Gerade halt auch wegen dem Thema CFD, weil halt da auch irgendwie viele irgendwie, glaube ich, falsche Vorstellungen haben und jetzt irgendwie höre ich halt immer wieder irgendwie CFD jetzt wegen dem Hebel und so weiter, alles nicht mehr so toll. Also es ist halt, ich würde hätte da gerne mal so ein bisschen mit aufgeräumt. Und daher habe ich mir auch das Thema ausgesucht nach dem Handelsinstrument, um das einfach mal ein bisschen ganz klar nochmal rauszuarbeiten, was wann wo Sinn macht und was nicht. Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass ich das nicht machen kann und muss das dann irgendwie an anderer Stelle wohl mal dann halt wiederholen. Ja. Okay, gut. Also, ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart. Der Andreas ist wahrscheinlich schon eingeschlafen, der will unbedingt nach Hause, der hat ja auch irgendwann mal Feierabend. Ich bin auch da, ich Und lausche dir ganz aufmerksam. du hast gleich das letzte Wort. Ich bin Alles gerade noch gut. im Redefluss, bin aber dann durch. Und also, ich bedanke mich an der Stelle dafür, dass ihr heute wirklich sehr zahlreich da wart. Ich glaube, so viel war noch nie im Helpdesk-Webinar und auch alle bis oder fast alle bis zum Schluss da geblieben. Danke, Andreas, fürs Warten, für deine Geduld auch hier und natürlich an Gerne, kein FXChat Thema. hier für die Veranstaltung für den Webinar. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönes Wetter ist ja auch draußen. Macht was Schönes, geht raus und gibt noch ein bisschen Abendsonne. Und wir hören uns, sehen uns demnächst. Bis dahin. Ja, vielen Dank, Dirk. Dem Ganzen schließe ich mich an. Also ich habe jetzt auch gar nichts mehr zur Ergänzung. Ich fand es sehr, sehr interessant. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du so ausführlich auf alle Fragen eingegangen bist und sehr, sehr detailliert die ganzen verschiedenen Funktionen erläutert hast. Also ja, und also da wirklich Respekt und vielen Dank dafür, Dirk. Ja, und an die Teilnehmer nochmal, wenn sie sich da das ein oder andere natürlich im Nachgang nochmal anschauen möchten, ist das natürlich möglich. Das ganze Webinar wurde ja wieder aufgezeichnet und dann finden sie das auch jetzt zeitnah wieder im FXZ-Videobereich beziehungsweise YouTube-Kanal und können dann natürlich auch dann wieder sich das gesamte Webinar oder auch nur einige Teile der Inhalte natürlich wieder anschauen, jederzeit. Und ja, das stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Okay, das war es auch von meiner Seite. Ihnen noch einen angenehmen Abend, genießen Sie das tolle Wetter und viel Erfolg beim Trading. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.